So, ihr, wie sagt der Kollege immer, Heckenpenner. Ja. Grandiose Wortschöpfung, die ich von ihm gelernt habe, genauso wie Pimpfe. Ja. Nur die guten Dinger. Wir Ja. sind hier in so einer Gasse stehen geblieben. Von nun an weiß ich echt nicht mehr, wie es weitergeht. Da krabbelte irgendwas Gerade hinten was? aus dem Na, Fenster. ja. Und der Typ hat doch bestimmt was. Patronen. Ja, natürlich hat er Polizeipatronen. Und er hält noch etwas. Das sieht aus. Ja, es ist ein Dokument. Oh, na endlich. Das Söldnertagebuch. Von Mossberg. September 1. nach 6 Monaten intensivem Training ist meine Shape ist zurück, also seine tolle Form ist zurück. Ich war ein guter Soldat. Aber sie haben mich dazu beordert. Sie haben seine Exekution Ach, sie haben beordert. seine Exekution ohne, was steht da, ohne richtigen Grund, haben sie seine Exekution angeordnet. So. Ich wurde gequält und gezwungen, eine falsche Falsches auch Geständnis oder Confession, sowas. ja, Ja. irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Doch am Morgen meiner Exekution ist ein Wunder passiert. Ein Mirakel ist passiert. Ja. Die Kompanie hat mir geholfen und mir eine zweite Chance zum Leben gegeben. Spendiert, also wie eine Waffel Eis. Hat ein Continuo gekriegt. Ein extra Guy. Ich habe meinen Urlaub kurzfristig beendet und bin zurückgekehrt zum Office, so, Entschuldigung, Polizeirevier. Was ist UBCS? Das ist die Das wissen Einheit, wir wo noch es. nicht. Achso, ja, Ja, okay. wahrscheinlich seine Einheit. Ja. Es sieht aus, als wenn meine Einheit, die sich UBCS nennt, in Aktion gerufen wurde. Ich war gerade schon wieder bei ein paar Worten weiter. Umbrella hält sich dafür, dass sie paramilitäre Einheiten zum Auskontern von kooperierten, ja, oh Gott, ja, kooperierten Terrorismus und Terrorismus und, oh Gott, der ist mir zu knackig, der Satz gerade, und Abduction Entführung. und VIP-Entführung, dass sie sich das rausnehmen können, das wollte ich vorhin sagen. Nightman, Specialized. Ja, und aus dem Grund haben sie Nachtkämpfer, Ja, Nachtsoldaten, Männer. die Männer, die ja, Nachtmänner, Ach, Männer, die darauf ja. spezialisiert sind, Probleme zu lösen, indem sie illegale Produkte einsetzen von mir aus. Ich bin ein Mitglied dieser Letter, Der Letzteren. also ich bin ein Mitglied der Letzten, also Also von diesen der Typ ist ein Kennern. Mitglied dieser Einheit, die Nachtmänner einsetzt, die Egal. spezialisiert sind, Probleme zu behandeln mit illegalen Produkten. Genau. Man könnte auch einfach sagen, Leute, die Biowaffen einsetzen. Aber Ja. nein. Wir müssen hier Zungenbrecher einbauen. September, der 28. September. Der Tagesanbruch ist da. Aber wir winden uns immer noch durch einen Albtraum, durch diesen Albtraum natürlich. Da sind keine Provisionen, für jegliche der Dinge, die wir hier tun. Die Untoten wandern weiter durch die Straßen, füttern sich an dem Fleisch, an dem Fleisch der Lebenden.
was not by their hand that they once again given flesh. Non-flesh. Wieder einmal bekomme ich die Chance. Ich hätte mich lieber exekutieren lassen sollen. Der Tod wäre ein himmlisches Asyl im Vergleich zu diesem Ort. Also zu dieser tollen Stadt. Ich habe gewählt, mich selber zu erschießen, also den Pull the Trigger, in der Hoffnung, dass mein toter Körper nicht wieder zum Leben zurückkehrt. Erwacht. Ende. Gott sei Dank. So. So, also ich habe jetzt kein Peil mehr, was wir hier tun müssen. Oder ja, so ein bisschen so. Ein paar Orte kenne ich noch so. Ich glaube, irgendwo in der Nähe müsste so ein Restaurant sein und eine Tankstelle oder so. Und während du das ausspähst, kann ich eine Frage stellen. Und zwar, wenn irgendjemand von euch zufälligerweise Spiele wie Resident Evil 4 und 5 nicht auf einer Konsole spielt, sondern auf einem PC, dann könnte er mir einen Tipp geben, denn ich würde 5 gerne aufnehmen, nachdem ich 4 aufgenommen habe, und mir erklären, wie man dort Controller-Einstellungen richtig einstellt. Denn ich habe ein Problem mit der Waffenauswahl. Ich kann das nur über das nicht stillhaltende Menü machen und ich würde es gerne mit den Richtungstasten machen, so wie ich es auf der Konsole mache. Das würde mir das sehr erleichtern, denn dann würde ich das aufnehmen. Dankeschön. Ich glaube, bis dieses Video hochgeladen ist, bin ich schon so hast du schon selbst herausgefunden. So, da hier blaue Kräuter sind, sind hier bestimmt auch in der Nähe Gegner, die uns vergiften können. Die Spinnen. So, ich höre Maschinengewehrfeuer und sehe Hunde. Who let the dogs out? Den Rest vom Text verstehst du sowieso nicht, bis auf Yippie-I-O oder so. Ja, sofern man die überhaupt noch im Kopf hat. Ich habe das schon seit 10 Jahren nicht mehr gehört. Ich weiß auch nicht mal mehr, von welchem Interpreten dieses Lied kommt. Podcasts oder so? Keine Ahnung. Könnte sein. Es ist aber genauso sinnig und wie irgendein Lied, was die guten Leute von jetzt wollte ich schon Self-Esteem sagen. Wie heißen sie denn? Offspring. Offspring gemacht. Dann haben wir auch ein ganz tolles Lied. Das ist ja noch gut. Wir haben aber so ein ähnliches Lied gut, das letzte Doctor auch, glaube ich, gemacht. Irgendwann mal. Ich habe eine Maxi-CD von denen, habe ich mit einem Lied drauf. Ich sehe sie von hier aus in meinem Regal. Come out and play oder so, da hieß das Lied, glaube ich. Komm raus zum Spielen. Genau. Das ist wahrscheinlich aber auch eins von den älteren dann noch, ne? Das ist, glaube ich, auch auf demselben Album drauf wie Self-Esteem. Ja, also quasi das erste Album. Oder? Ja. Von das den neuen kenne ich sonst von denen halt noch hier, wie heißt ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Lied hieß. Why don't you get a job? War das von denen? Naja, das sagt mir jetzt nicht. Das waren so Ende der 90er von denen. Hier, Pretty Boy for a White Guy oder so. Das meine ich. Das Lied meinte ich. Das ist das, was ich so... Das war give auch it to me, Zeit. Baby. Ja. Give it to me. Das kam auch zur gleichen Zeit raus, wie dieses mit dem Who Let the Dogs Out ungefähr. Die waren beide sehr nervig nach dem zweiten Mal hören. You pretty boy for a white boy. Und dann waren sie natürlich auf dem Soundtrack von, ich glaube, so ziemlich jedem Tony Hawk Spiel mit drauf. War irgendein Lied von denen und natürlich Crazy auf Taxi. Ja. Und natürlich auf jedem zweiten College-Comedy-Film. Natürlich. Und du hast jetzt ein Power-Cable gekriegt. Cable Guy. Ja. Was ein beschissener Film. Ja, der auch gar nicht mal so lustig ist.
Im Prinzip. Entschuldigung, ich habe diese Aufnahme gerülpst. Das ist mir doch scheißegal. Ich rülps auch in anderen Aufnahmen. Manchmal sogar einen richtig heftigen Rülpser. Ja, so einen, der sich anhört, wie jetzt, wenn gleich Kotze mit hochkommt, ne? Genau. Der Metal Gear Rülpser eben. Ja. So welche kann Simon auch. Der macht leider keine anderen. Wenn du mit dem zusammensitzt und der trinkt irgendwas, dann hast du danach keinen Hunger mehr. So, wo brauchen wir dieses Kabel? Ich weiß es gerade nicht, aber ich nehme es einfach mal mit. Ich glaube, du kann das sein, dass du das irgendwie an der Stelle brauchst, wo ich dann kurz drauf nicht weiter weiß, in dieser Bahn, dass du die irgendwie kurzzeitig zum Laufen kriegst. Das könnte sein. So, Patronen. Nochmal wieder speichern. Mit unserem letzten Farbband. Ja, wird Zeit, dass wir wieder welches finden. Alter, stell dir mal vor, das könnte man verkaufen in so einem Shop. Ja, der Strange Girl, what do you have there? Oh, is it the ink ribbon? I buy it in high price. Man kann im Englischen auch Stranger zu einer Frau sagen. Ja. Das möchte ich aber nicht, das erwähne ich übrigens im Ada Wong Separate Ways Walkthrough, dass ich das nicht möchte. Gab's da nicht ein Lied von Madonna, Beautiful Stranger oder so? Keine Ahnung, ich kenne von Madonna kaum was, außer... Wenn ich nur dein Herz zum Schmelzen könnte. Oh, jetzt ist aber richtig Action hier drin. Von drei Seiten kommt die Runde. Ja, und ich krieg grad ständig den Ausweichmove hin. Ja, und that's pretty nice for white. Nice! Ja, hat er doch mal erfolgreich die von drei Seiten kommenden Hunde auf einen Haufen zusammengeschossen. Geil, ne? Ja, schon, hast schon ziemlich drauf. Last night I killed three dogs in my dream. I was afraid it felt so real. Everybody is a dog. Underneath the skin. Ja, aber nur wenn du ein Werwolf von Castlevania bist, ne? My dog is not an image of the world we're living in. Dogs. Dillin, dillin, dillin. Oh shit. Oh. What is that? What is that? Is this ape shit? Moving ape shit? So, wo sind wir hier? Ja, oh, wir sind in der Nähe des Restaurants. Hätten sich die Guado Apes nicht eigentlich auch ape shit nennen können? Open your eyes. Open your eyes. Alter, der sieht aus wie so ein... Echt der letzte Mongo. Ja, der sieht richtig aus wie ein Mongo. Steve Mongo McMichael ist es. Ja. Steve Mongo McMichael. Vielleicht ist es aber auch der verzombiete... Falls es das Wort gibt, ansonsten habe ich es gerade erfunden, der verzombiete Terrific Terry Taylor. Ja, du musst ja halt mal reinpfeifen. Ne? Also Steve McMichael war für mich so immer mit der schlechteste Wrestler, den es gab. Und er hat dann auch noch den Spitznamen Mongo. Und ist stolz auf den. Ja. den muss ich mir mal angucken. Ich weiß gerade gar nicht, wie der aussieht. Steve Mongo mit der Michael. Sieht recht ähnlich aus wie Steven Seagal. Nee. Ohne Shit.
das kannst ist. Kannst ja mal in die Google-Bildersuche gehen, gib Steve Mongo McMichael ein. Vorausgesetzt, du findest dann ein Bild aus seiner Primetime, so Mitte der 90er. Also wie er heute aussieht, kann ich dir auch nicht sagen. Da er wahrscheinlich heutzutage eh tot ist. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Wie kann man denn Mongo heißen und dann auch noch aussehen wie Steven Seagal? Also ich meine, das passt ja schon wieder fast wie der Arsch auf Eimer. Ja, du, manche Menschen werden halt vom Leben härter gefickt als andere, ne? Ja. I've been fucked hard my life. Jetzt muss ich da mal kurz rein. Fuck my life. Steve Mongo. Da ist er sogar schon. Der wird, brauche ich nicht mehr zu Ende schreiben. Oh, Bildersuche. Oh, ich habe ein Firehook habe ich gefunden. Oh, ich habe hier ein richtig schönes Bild von ihm. Oh ja, Mann, Alter, er sieht echt. Ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern. Also ich sag nicht, dass er 1:1 aussieht wie Seagal, aber er sieht ihm recht ähnlich. Ja, er hat auch einen monströsen Körper und er hat diese glatzrigen Haare mit dem Zopf. Und es gibt viele Leute, die ihn in Wrestling-Videospielen nachgestellt haben. Das ist das Geile. Du gibst den Namen ein und Bildersuche und das vierte Bild und das fünfte sind gleich welche, wo ihn wer nachgestellt hat in einem Videospiel. Der und war übrigens mal Footballspieler. Ja, das sieht man hier auch und man sieht sogar ein aktuelles Bild von ihm. Sieht er denn da noch besser in Schuss aus? Oh, was? Er sieht sympathischer aus als früher. Calm down, lady. I'm no zombie. Shepard, was machst du in diesem Carlos. Spiel? Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. Wie du, der Kerl, oder? What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Hey. Was macht der Shepard in diesem Spiel? Out here to save you civilians. It's me, Carlos. Der oh, das absolut eben. Oh shit! Shit! Was soll ich tun? Töte ihn! Oder lauf weg. Ich habe eh nichts, Chris kann doch weglaufen. Ich versteck mich in der Küche. Over here! Oh, da ist ein großer Topf! Oh, da passt ja nur einer rein! Bam! Are you crazy? You could have barbecued both of us. I know you want. Are you crazy? Sagt er uns dafür, dass wir ihn den Arsch gerettet haben. City Guide. Oh. Dann erzähl uns doch mal über die Sehenswürdigkeiten von Raccoon City. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Weil du so viel Spaß dabei hast. Dank der tollen People der ich mache das jetzt hier mal so. Dank der tollen People der Menschen der Umbrella Inc. Ist das hier eine friedliche und freundliche Stadt. Die netten Spenden von Umbrella Inc. haben uns dabei geholfen, bei unseren Arbeiten geholfen. Die Konstruktion der publiken Sehenswürdigkeiten und sie haben uns auch dabei geholfen. Und natürlich Frieden haben sie auch. Ich war schon wieder bei 1992. 1992 war das fünfte Jahr unserer wunderschönen Stadt. Naja, eigentlich steht da, 1992 war mein fünftes Jahr als Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Okay, den Major habe ich eben gar nicht gelesen. Brauche ich jetzt ja nicht wiederholen. Es geschah dann durch viele, viele tausende Spenden und harte Arbeit an unserer Stadt, um dieses Pissgebäude, was wir vorhin erwähnt haben, wieder aufzubauen. Also ja, wir haben absolutesten Krankenhäuser aufgebaut, viel besser als jedes in Los Angeles und New York. Und zur Ehre dieser guten
Accomplishments. Guten Taten? Ja. Wurde mir wegen eine große Statue im selben Jahr errichtet. Die Statue steht halt vor dem Scheißgebäude, Krankenhaus. Da scheißen die Tauben drauf. Was? Da scheißen die Tauben drauf. Ja. Sozusagen. Und ein paar Hunde pissen unten an die Füße. Ich bin als ein Maschinenmotortechniker in diese Stadt gekommen vor mehr als 35 Jahren. Na, ich habe meine Kontribute. Beiträge an den elektrischen Systemen und an der Installation der Kabel an den Karre. Kabel an den Autos